Oh, sorry, falsches Fenster aufgenommen. Aber hallo und so und schön, dass du dabei bist. Wir spielen eine Runde Minecraft Bed Wars um 3:30 Uhr morgens. Ja, das wird auf jeden Fall richtig lustig. Es gibt nicht allzu viele Gegner. Also, wir sind nur drei Teams insgesamt. Wir spielen tatsächlich auf Laputa. Ich hätte nicht mal gedacht, dass wir ein ganzes Team zusammenbekommen, denn auf Kevs Netzwerk sind gar keine online. Auf Teamulia 88 Leute. Schöne Zahl. Also vieles anders. Tja, jetzt versuchen wir halt hier eine Runde Bed Wars zu spielen. Nicht viele, 145 habe ich glaube ich zur Zeit. Aber das ist ja auch egal. Darum geht's nicht. So. Ja, wir bauen uns erstmal hier zu Eisen Schrägstrich Gold. Und gucken, was wir da machen, ne? Ken ist übrigens dabei, falls man das noch nicht mitbekommen hat. Hi. Hi. Tja, und wollen wir mal eine Formatidee vorschlagen? Oho. Wir hatten vorher die grandiose Idee, Scheiße zu googeln und gucken, was dann die Suchergebnisse sind. Oder ich halt zumindest. Ja. Ist halt irgendwie schon lustig, was da so steht. Wollt ihr das sehen? Ist eure Sache. Schreibt einfach in die Kommentare. Und ich glaube, gestern, also es ist inzwischen gestern, aber ja, es ist gestern. Gestern kamen ja vier Videos. Ich glaube, damit waren ein paar Leute zu überlastet, beziehungsweise halt, es fühlten sich überfordert. Deshalb eins bis zwei Videos wohl eher. Denn muss man sich ja nicht geben, ne? So, was machen wir jetzt zuerst? Keine Ahnung. Also ich würde mir jetzt einen Bogen holen, aber habe ich jetzt schon und dann spare ich jetzt auf einen Teleporter und einen Fallschirm und dann kann ich mich wegbacken. Pack using. Ja, ist erlaubt. Wenn mir ein Moderator sagt, ja, aber der Bug ist ja erlaubt, ne? Dann benutze ich den Bug auch. Mir doch Slash scheißegal. one pack using. Gab es mal, also es gibt den Bug-Using-Ban-Grund. Aber das, wenn du halt einen Moderator fragst, ey, da haben Leute gebuggt, ist es überhaupt erlaubt? Und der sagt dir, ja, der Bug ist erlaubt. Ist mir doch scheißegal. Was interessiert es mich? Ob. Oh shit. Shit. Was ist? Ich werde abgeschossen und ich wollte eigentlich jetzt zurücklaufen mit den 8 Gold und den 24 Eisen, die ich jetzt im Inventar habe. Ich laufe gleich einfach mal YOLO rüber. Guck mal hier. Guck mal, schieß mich ab. Okay. Warte, ich kann einen Bogen holen. Ich habe einen Bogen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist Ach einfach nur, so. dass ich nicht zurückrennen kann. Lol. Geil, Minecraft ist gecrashed. Ah, fail. Bin ich schon rausgeflogen aus der Ja, Runde? instant. Geil, weil bei Teamulia bin ich dann immer noch auf dem Server geblieben, aber dabei anscheinend. Ja, geil, jetzt habe ich einen kleinen Nachteil. Naja. Weißt du? Man muss mit Nachteilen leben und hat immer Nachteile im Leben. So, Eisenschwert. 6 Gold kostet es ja, alter Schwede. Das ist nicht gerade billig. Zwei Fallschirme, zwei Porter. Perfekt. Und ein Heilpott. Alter, es ist eigentlich gut, dass hier alles so teuer ist, oder? Also, ich finde es besser so. Longshot, Skills. Oh, das war sogar knapp. Lol. Ich hoffe, das ist ein Bug und das ist kein fucking Hacker. Ich hoffe, es ist dieser scheiß Optifine-Bug, ey. Wäre so bitter, wenn jetzt hier ein Hacker in der Runde wäre. Achso, hast du dir das eigentlich nochmal genau angeguckt bei dem Video? Ja, habe ich und ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Also für mich zumindest sah das so ein bisschen aus, als würde der da halt nicht so normal runterlaufen, halt, sondern halt irgendwie, als würde der so ganz knapp über dem Boden immer so runterschweben. Okay, den ersten habe ich. Meine Stimme geht wieder auf. Wie vorhin. Oh, ey. Eins versus zwei. Aber eine scheint zu laggen. Vorteil für mich. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Querstrich. Frag mich nicht, warum. Was machen wir jetzt? Erstmal nach Hause gehen, sozusagen. Also in unsere schöne Basis. Bett brauchen wir gar nicht erst einbauen, das lohnt sich auf dem Map nicht.
Dann gehen wir mal zu unserem Eisen-Goldspawner. Hoffen, dass wir dabei nicht runtergeschossen werden. Okay, das hat geklappt. Ich habe mich hier noch zu dem zweiten rübergebaut. Da sollten auch noch ein bisschen was sein. Ja, ich. Ach, du guckst mir zu. Ja. Ich war ja direkt hinter dir. Ich habe mir auch da den Bogen geholt. Ich habe mich dann nur später da hinten gebaut, weil es praktisch ist. Wenn man mehrere Anlaufpunkte hat. Gut, dann kann ich mir einen neuen Teleporter holen. Tatsächlich. Kann ich mir noch irgendwas holen? Tränke? Nee, kostet 10 Gold. Haste brauche ich nicht auf der Map. Aber ist eine coole Idee, muss ich sagen. Wusste ich gar nicht, dass die jetzt inzwischen Haste haben. Was, es gibt Haste-Tränke oder so? Ja, es gibt jetzt Haste-Tränke tatsächlich. Hätte ich aber... Wusste ich also auch noch nicht bis jetzt. Ja, okay, du kannst dann halt ein bisschen schneller zuschlagen, ne? Hat aber... Ja, bringt aber nichts, weil Minecraft nur 3 Hits die Sekunde überträgt oder sowas. Ja, wie teuer sind die? 5 Gold, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Ja, nee, das würde ich nicht dafür ausgeben. Doch, auf so einer großen Map finde ich das schon ganz geil. So 4x4 und dann sind da so richtig viele Blöcke im Weg, finde ich schon geil. Finde ich eine gute Idee dann an sich, aber... Ja, ach halt, so, ja, zum Abbauen dann halt... Auf Laputa. Auf Laputa bringt das halt gar nichts. Erstmal sich halt, dass man halt ein kleines bisschen schneller abbauen kann, ja. Ja, man kann schneller abbauen, man kann halt theoretisch auch schneller zuschlagen. Ja, aber ich glaube, das macht jetzt nicht so viel aus. Wollen die jetzt campen? Oder was haben die jetzt genau vor? Okay, ich habe eine Rettungsplattform. Vielleicht sollte ich meinen Daumen auch an den Hotkey tun. Nee, warte, dann drücke ich aus Versehen wieder. Die Rettungsplattform bockt eh richtig rum. Ey, ich bin so zitterig gerade. Ich will das gewinnen. Wie viel Gold habe ich? Oh Mann, ich habe jetzt 9 Gold. Und ich zitter. Zu viel GLP geguckt. Zu viel GLP geguckt, genau. Hast du dich versucht, in die Mitte zu bauen? Du Opferknecht. Ich hätte es auch schaffen können. Ja, aber dann, die Mitte, da ist nichts. Da ist einfach nur Steine. Oh. Ich habe noch nie auf der Map gespielt, sorry. Hey, wozu gibt's die dann? Die ist einfach da. Don't ask why. So, Wrench Potion. Einfach nur just for Havid. Just for Havid, genau. Damit es die Standards der Bad Wars Maps erfüllt. Mitte muss da sein, nein. Mitte ist. Mitte muss da sein, egal wie unnötig sie ist, aber sie muss da sein. So, die hätten wir nicht. Hätte ich irgendwie schon erwartet, dass ich die bekomme. Ich muss mir halt nicht die Ressourcen teilen. Nein! Lol. Ich hätte so gedacht. Hä? Man denkt, ich habe so tief geworfen. Ich bin, glaube ich, zu sehr an die 1.9 gewöhnt. Geil, ich habe meine ganzen Ressourcen gerade verspielt, ne? Hattest du die dabei, oder wie? Nein, ich habe alles in diese Ressourcen rausgehauen. Ich habe mir einen Stärketrank geholt, ich hatte Goldäpfel dabei, ich hatte ein OP-Schwert. Ich habe alles da drin gehabt. Ja, wärst du jetzt nicht gestorben, dann hättest du die Ace racken können, ja, aber... natürlich, ich habe die auch gewone-hittet einfach. Problem, die hat mir einen Hit gegeben und ich bin runtergeglitscht. Weil ich irgendwie in einen Block gehangen habe. Ich hätte halt gedacht, ich hätte mich schon auf die Insel geworfen. Habe ich aber anscheinend nicht. Ja, das wurde bei den 1.9 ja geändert dann halt. Ja, man hat länger geworfen sozusagen. Ich hole mir eben den nötigsten Shit. Okay, ich habe mir jetzt keinen Bogen geholt. Nachhinein doch nicht so schlau. So viel zum nötigsten Shit. Ich versuche einfach, deren Bett nur zu bekommen. Warum hast du einen Kuchen? Hab ich nicht. Ach so, das ist so ein Hühnchen-Spawn. Das sah mega aus wie so ein Kuchen. Haben die mich bemerkt? Ich glaube nicht, gell? Nee, ich glaube. Okay, dann bekomme ich jetzt deren Bett auf jeden Fall. Frage ist halt, ob ich... Ey, da unten ist eine Rettungsplattform. Die checken gar nicht, dass ich weg bin. Doch, jetzt. Schade. Ja, die habe ich gesetzt. Ich habe zu spät gecheckt, dass ich einen im Inventar habe. Und dann bin ich am Fallschaden gestorben. Aber wenigstens buggen die nicht mehr rum. Das ist schon mal gut. Okay. Ganz chillig. Alles gut. Wir haben beide kein Bett mehr. Zweierbogen muss da sein. Komm, jetzt ein gezielter Schuss. Oder auch nicht.
Alter, ich habe so einen Nachteil jetzt. Mann, ich habe alles verspielt. Ich habe alles verspielt. Ich habe mich komplett verpokert. Aber komplett. Und mein Crash hat jetzt auch nicht so gut dazu beigetragen. Nee, nicht wirklich. Wobei es vermutlich eh keine große Hilfe gewesen wäre. So. Hier müssten die irgendwo spawnen, wenn sie sich nach Hause porten wollen. Ich rechne irgendwie damit, dass sie sich jetzt halt echt nach Hause porten. Aber ich will nicht, dass du ghostest. Ich hätte dich jetzt irgendwie schon gefragt, ob du weißt, wo die sind. Ja, mach ich nicht. Ja, ich weiß jetzt, wo sie sind in meiner Basis. Ich wollte dich auch schon gerade eben warnen, halt, dass die kommen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ist jetzt nicht so cool zu ghosten. Ja! Ja! Hast du einen? Ja! Nice. Wenn ich das, also ich kann es noch gewinnen, ich kann es noch gewinnen. Jetzt ist eins, das ist, jetzt kann ich es geschaffen. Sie hat auch nicht so die krasse Internetleitung. Alter, ich kann es schaffen. 20 vor 4, erster Sieg des Tages. Oh, scheiße, ich bin in meine eigene Kopfwebs gelaufen. Genius. Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss die abbauen. Okay, das ging way schneller. Alter, sie kommt nicht drauf klar. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe echt eine Idee. Ich werde mich jetzt zurückporten. Mit etwas Glück versteht sie es nicht. Mann, wo ist sie? Ist sie hinter der Mauer? Ja, sie ist hinter der Mauer. Jetzt weiß ich nicht, ob sie gesehen hat, dass ich mich zurückporten möchte. Ich kann es schaffen, ich kann es schaffen, ich kann es schaffen. Wenn sie sich zurückportet, dann habe ich gewonnen, weil ich habe hier Spinnenweben platziert. Und dann ist sie am Arsch. Alter, ich bin so aufgeregt. Ich zitter. Aber warum sollte die sich zurückporten? Hä, ja, weil das eine Taktik ist. Ich bin ja in ihrer Basis. Und wenn sie krasseres Equipment als ich hab, hat. Alter, hier sind 7 Gold übrig gewesen. Digi, Rettungsplattform plus Leergetränk, sag ich nur. Da hol ich mir mal neues Gold, ne? Ja. Die hat es nicht mal geschafft, mich runterzuschießen. Aber es ist auch sau schwierig. Das ist so eine Distanz. Ich glaube, ich sehe sie gar nicht mehr. Mhm. Ich sehe, glaube ich, sie gar nicht mehr. Kann es sein, dass ich auch einer der wenigen bin, die ohne Texture Pack PvP, also gut PvP, ich meine, Sturmi hat auch kein Texture Pack, glaube ich, drin. Okay, Goldapfel. Was brauche ich noch? Doch, Sturmi benutzt auch Specs. Ja, also nicht mal. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Das darfst du mir sagen. Was hast du? Stärketrank vielleicht? Ich habe Stärketrank, ich habe Eisenschwert, ich habe Bogen, ich habe alles. Ich habe sogar einen Goldapfel jetzt schon. Rettungsplattform eventuell? Hab ich schon. Alter, kann man sich noch irgendeinen Test kaufen? Keine Ahnung. Ich kaufe noch einen Fallschirm. Für den Fall, dass sie, ich trotzdem sterben sollte und sie hinterher springt, gleite ich es runter. Das wäre. Alter, dann. Wenn ich jetzt mal, ich werde jetzt meine Hand mal versuchen locker zu lassen, sodass ihr seht, wie sehr ich gerade zittere. Sieht man schon ungefähr, gell? Okay, ich versuche sie wieder einzukriegen. Kurz schütteln. Ja, okay, ich sehe so, sie steht. Ich nehme jetzt den Stärketrank, den Goldapfel. Okay, ich bin jetzt unter ihr. Nicht du, oder? Ja, doch, ich sehe deinen Namen nicht. Ja. Ja! Ja! Du Hits! GG! Nice. Ah, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal eine positive Bewertung da. Ich glaube, du machst keine Videos im Moment. Ich habe alle Videos gelöscht. Ja, also dann eventuell auch irgendwann wieder an. Ja! Nice Hex. Ohne Witz jetzt. Okay, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!